Das ist die zweite Ebene der Entwicklung, also die erste, die Kaufleute im Ausland. Und die zweite Ebene waren die Bündnisse zwischen Städten, die meistens als kleine Bündnisse begannen, also zwischen zwei Städten. Zum Beispiel der erste schriftlich überlieferte hier oben im Norden zwischen Lübeck und Hamburg im Jahr 1241. Dann schon etwas massiver 1259 zwischen Wismar, Rostock und Lübeck, die sich gegen die Seeräuber vor allen Dingen zusammenschlossen. In Westfalen war es zum Beispiel der Bund von Ladbergen, wo Münster und andere westfälische Städte, ich glaube auch 1241, sich zusammenschlossen. Und diese Bündnisse fanden ja alle statt in einer Zeit, als die Reichsgewalt, wie es so schön heißt, da niederlag, nämlich im Endkampf des Staufenkaisers Friedrich II. Gegen das Papsttum, wo das Reich geteilt war zwischen Anhängern des Papstes und zwischen Anhängern des Kaisers und dementsprechend die Zustände sehr unsicher waren. Und um ihren Kaufleuten in dieser unsicheren Zeit weiterhin einen zumindest relativ gefahrlosen Handel zu ermöglichen, schlossen diese Städte dann eben gegenseitige Schutzbündnisse ab, um eben die Wege hauptsächlich sicher zu halten.